Ich bin Tschetschener, Bruder. Tschetschene bist du? Ja. Ah, schön, okay. Und Hör was, mal, worüber möchtest du mit mir reden? ich habe gehört, du meintest irgendwie was mit Schlagen oder so. Was hast du gerade erzählt gehabt? Ich höre dich ganz schlecht. Du musst mal bitte lauter sprechen oder näher ans Mikrofon kommen. Hörst du mich besser? Ja, ein bisschen besser, ja. Okay, du meinst irgendwas schlagen oder so, jemanden gerade im Krieg, jemand Gefangene oder so, was meinst du gerade? Also, es gibt eine Passage im Koran, das ist die Sure 9, Vers 49. Die kannst du sehen. Hast du Koran da? Ja. Ja, kannst du selber auch mit mir lesen. Also, da geht, in der Geschichte geht es darum, dass der Mohammed einen Mujahid, einen Muslim namens Al-Jad, dazu verleitet, Tabuk anzugreifen und um die dortigen blonden Frauen klarzumachen. Und dieser Al-Jad hat gesagt: Mohammed, verführe uns nicht mit den blonden Frauen. Könnt ihr euch vorstellen? Aber im Bibel steht doch zum Beispiel, du darfst deine Sklaven schlagen. Aber du weißt doch das. Nein, mein Lieber. Fokussiere dich doch erstmal auf ein Thema. Warum weichst du dann direkt zur Bibel aus? Ja, weil guck mal, du sagst eins, irgendwas Negatives aus Koran, dann gebe ich dir genau das gleiche Antwort aus Bibel. Nein, das stimmt gar nicht. Du sollst die Sklaven in deinem Land mit normal wie die anderen auch behandeln. Aber du siehst, dass die Muslime mit ihren Sklaven sehr, sehr grausam umgegangen sind. Hast du gesehen, was die den Afrikanern angetan haben? Die haben aus den Eunuchen gemacht. Das ist so heftig, ne? Damit sie bloß nicht auf den Gedanken kommen, ihre Frauen anzupassen. Amir, du bist eigentlich so ein guter Mensch. Du würdest so niemals einfach so Mensch schlagen, oder? Nein, um Gottes Willen, nein. Warum? Also du würdest auch nie Frauen schlagen und so, ne? Ja, jetzt kommst du mir mit diesem Thema, Mann. Was meinst du? Dein Koran erlaubt doch die Frauen zu schlagen. Ist also Allah Also, ein komischer Gott, dass er sowas erlaubt? okay, also wenn Koran Du das siehst doch, dass erlaubt. jeder zweite Muslim da draußen seine Frau am Wegprügeln ist und auch noch von Allah die göttliche Legitimation holt. Also, weil die das machen, musst du das auch machen? Nein, das meine ich nicht, aber wenn du zum Beispiel sagst, du würdest keinen Menschen schlagen, was ist mit Frauen und so, ne, wo Ja, aber damals ich du. mit meiner Frau ein bisschen gekebbelt habe, aber ich habe sie niemals so geschlagen oder so, sowas würde ich niemals machen. Aber du siehst, dass der Koran dazu aufruft, sogar wenn die Frau widerspenstig ist, dass man sie ermahnt und sie meidet im Ehebett und sie schlägt. Und dann sagt der Mohammed noch, ein Mann sollte nie in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt, in Sunan ibn Majah, Hadith 1986. Also du sprichst das für, weil der Koran das erlaubt. Ich spreche das nicht für. Ich sage nur, wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Riesenproblem mit deinem Islam und Mohammed als Vorbild, weil sie geben den Muslimen die Erlaubnis dazu, ihre Frauen zu schlagen. Ami, du brauchst dich gar nicht zu schämen oder so, ne? Du kannst ganz ruhig sagen, also du hast schon im Interview gesagt, dass du so ihr links-rechts verpasst hast schon. Also, Das dass du stimmt doch schon. gar nicht. Wo habe ich Na, das gesagt? Wo also, habe ich dass das du ihr. gesagt? Also, dass du ihr ordentlich schon verpasst hast, hast du gesagt. Also. Das habe ich auch niemals gesagt. Doch, doch, du hast schon gesagt, so. Warum Also, war lügst du das. gerade? Warum Nein, lügst du nein. gerade? Warum Also, lügst du guck mal, gerade? ich lüge nicht, Amir, ich lüge nicht. Guck mal, vielleicht Okay, verstehst du dann mich kannst du ja das falsch. Inter du kannst ja das Interview hier reinposten. Du kannst ja das Interview hier reinposten. Das soll ich? Ja, klar. Ich habe also gesagt, ich habe links, rechts habe ich eine verpasst. Ja, okay. Ich poste das auf meine Seite, okay? Ja. Aber nicht, um dich bloßzustellen, okay? Nur damit du Bescheid weißt. Ja, ist gar kein Problem. Aber du hast gesagt, dass ich gesagt hätte, dass ich ihr links und rechts eine verpasst habe. Und was habe ich noch gesagt? Nein. Ja, nicht ja direkt. Aber du lehnst schon ab, dass du sie geschlagen hast. Hast du früher auch gemacht. Du hast nie akzeptiert, Ja, dass du wie sie jetzt auf einmal geschlagen nicht hast. direkt? Siehst du, wie unehrlich du bist? Nein, du bist Warum bist du auf unehrlich. einmal so unehrlich? Du Warum bist bist du so unehrlich. unehrlich? Du, guck mal, du gibst nicht zu, dass du sie Ja, geschlagen du hast. bist so Hast du. unehrlich. Ich habe dir doch gesagt, wo habe ich das gesagt? Ich habe Ich habe Interview. zu dir gesagt, wo habe ich gesagt, dass ich hier links und rechts eine verpasst habe und das, was du davon dir gibst, hast du gesagt, ja, in dem Interview. Dann sage ich, ja, poste das doch für die Leute. Ja, aber guck mal, Und auf du lenkst das einmal sagst Thema du, ab. ja, okay, Nein, aber nicht so. guck mal, du gehst von der Thema ab, weil du weißt, dass du sie geschlagen hast.
Ich bin doch beim Thema, Mann. Was für Thema abweichen, ey? Ja, dass du sie geschlagen hast, du hast das damals auch nicht zugegeben. Du hast gesagt, Nein, Digga, nein, ich habe hab ich. nicht gesagt, dass ich sie geschlagen habe. Ich habe gesagt, wir haben hier und da mal ein bisschen zusammen gekebbelt, ja. Ja, hier Und da hat mein Bruder gesagt, aber zusammen das war in der gekämpft. muslimischen Zeit, habe ich gesagt, ja, Junge, richtig, in der muslimischen Zeit. Junge, du hast sie in Oktagon gepackt, du hast ihr Triangle Choke verpasst. Bruder, was redest du da? Junge, du Jetzt hast sie kommt auf er mir den mit Deckel gelegt. MMA-Begriff, Nein, ich hab, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe sie richtig so Body Slam habe ich gemacht. Ich glaub dir, Bruder, ich glaub dir, online, ich glaub dir. Tamam, Amir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja, pass auf dich auf. Gott wir segne reden dich, mal mein Lieber, aber hör auf, was so anders. Grün über mich zu verbreiten, Mann. Ciao. Ja. Meine Herren, ey, das kann doch nicht wahr sein, ne? Da kommt er auf einmal mit so MMA-Begriffen. Ein richtiger Tschetschene, merkt ihr? Alles Kämpfer, Fighter. Ganz auch ein super Volk, Tschetschener, super, ey. Auch sehr herzlich, sehr freundlich, ein Top-Volk. Aber Sie seht ihr, auf einmal frage ich den so, ja, wo hab ich denn sowas da gesagt? Ist doch krank, was für links-rechts verpasst. Als hätte ich sowas jemals in meinem Leben gemacht, das ist doch krank, ey. Wenn ich das gemacht hätte, okay, ich hätte dann dazu gestanden, das ist mein altes Leben. Das ist doch gar kein Problem. Ich habe so zugeben, dass man miteinander gekämpft hat, aber ich habe nie so richtig draufgeschlagen habe oder was. Das ist doch Quatsch, so Blödsinn, ey. Jeder hat doch seine Vergangenheit gehabt. Jeder hat doch mal Mist in seinem Leben gebaut. Das ist so normal. Als würde jeder Mensch so perfekt leben. Und das Schlimmste ist, dass ich denen das auch noch zeige, dass Mohammed sogar den Muslimen erlaubt, ihre Frauen zu schlagen und Umar seine Frau geschlagen hat in der Nacht und Aschas sie auseinandergebracht hat. Und das muss bestimmt hardcore gewesen sein, weil der Umar, die da fast zu Tode geschlagen hat, bestimmt. Und dann hat er gesagt, Aschas, komm her, ich will dir etwas beibringen, was ich vom Gesandten Allahs beigebracht bekommen habe. Ein Mann sollte nie in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt. Wenn also Muslime zu mir kommen und sagen, du hast deine Frau geschlagen, dann kann ich zu denen sagen, ein Mann sollte nie in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt. Was will der Muslim denn machen? Da sagt er, gut, Amir hat Mohammed zitiert. Und Mohammed hat gesagt, ja, wir dürfen's. Ist das krank? Und jeder zweite Muslim ist doch so. Die boxen ihre Frauen bis zum was weiß ich was, ey. Bis in den Mond prügeln die ihre Frauen. Was man da schon von Geschichten gehört hat, krankenhausreif geschlagen, blaue Augen, Jochbeinbruch, ganze Kiefer weggebrochen und alles Mögliche. Wie viele Stories kennen wir von den Muslimen? Ja, jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Warte, ich gehe raus und komme. Ja, also nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja Wahnsinn. Ey. Sie selber haben in Ihren Schriften drin, in Sure 434, dass man Ihre Frauen bei Widerspenstigkeit schlagen darf. Und Ihr Vorbild Mohammed gibt Ihnen auch noch die Erlaubnis dazu, dass ein Mann nicht in Frage gestellt werden soll, warum er seine Frau schlägt. Also grausamer kann diese Religion ja eigentlich gar nicht sein. Also haben die Muslime ein Riesenproblem mit dem Islam in Wahrheit. Der Hetzer bombardiert wieder. Bombing. Hallo. Ich hatte eine Frage und zwar Gott segne dich und in deine die Familie Muslime erstmal. glauben. Danke, deine Familie auch. Danke. Die Muslime glauben doch da auch an Jesus, also Isa. Oder wie der bei denen heißt, Ja, oder? die glauben an einen falschen Jesus. Ja, Isa nennt er sich. Also, die Ja. nennen ihn Isa. Und der kommt ja bei denen auch angeblich in der Endzeit, oder? Ja. Und im Islam heißt es auch, nur Gott kann richten, oder? Richtig. Nur Gott ist der Richter. Also warum kann Isa in der Endzeit richten? Heißt das Weil nicht er Gott indirekt, ist. dass er Gott ist? Ja, natürlich. Denn Allah Dann sagt ja im widersprechen sie Koran, sich niemand selbst. ist. Niemand kann besser richten als Gott alleine. Allah sagt ja so, Allah ist ja der beste Richter. Auf einmal sehen wir, dass Jesus zurückkommt und am Richten ist. Wie könnte denn ein normaler Mensch sein, wenn er anfängt, die Leute zu richten? Da muss er ja alles von ihnen kennen.
Wobei man auch sagen muss, die Muslime haben auch viele aus den, ich sag, Apokryphen bezogen, Ja, also aus den nichtbiblischen Thomas-Evangelium. Texten. Ja. Und eigentlich kommt ja Isa von Essos aus dem Altgriechischen und das heißt ja Jesus. Ja. Und ja, eigentlich ist es ziemlich widersprüchlich. Oder mit Sure 9, Vers 5, dass man, dort steht ja drin, dass man alle Götzendiener zum Beispiel töten soll. Und ja. Es ist eine Ja, richtig, ziemlich genau. widersprüchliche Religion. Bitte? Es ist eine ziemlich widersprüchliche Religion. Ja, nicht nur widersprüchlich, sondern auch gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Für Ja. die, die nicht zum Islam gehören. Ich hole dich gleich wieder rein. Ich muss kurz was erledigen, ja? Ja, alles gut. Gleich wieder. König Hammurabi. Immer noch die Krone, was ist das? Wer hat das gemacht? Der wahre König ist doch der Herr Jesus, König der Könige und Herr aller Herren. Offenbarung 19,16. Der wahrhaftige König. So heftig, diese TikTok, ey. Nur Gott kann richten, genau. Nur Gott ist der alleinige Richter. Er gibt doch sein Gericht nicht irgendwem. Und deswegen steht es ja auch in Johannes 5,30. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
denn ich richte gerecht, denn mein Gericht ist gerecht. Wie kann denn der Herr Jesus Christus einfach so ein normaler Mensch sein, wenn er sein eigenes Gericht hat und er gerecht richtet? Wer außer Gott richtet denn gerecht? Seid ihr des Wahnsinns, Mann, dass ihr nicht aufwacht? Der Herr Jesus ist Gott, der Allmächtige. Für all diejenigen, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen. Das kann doch nicht wahr sein. Jesus ist Gott. Jesus ist der Gott aus dem Alten Testament. Ganz einfach. Ach, das ist ein Filter, ist das. Habe ich den angemacht oder was ist das hier? Egal, lass das jetzt einfach drauf, egal. Ach, du bist selber bestimmt in den Islam konvertiert, ne? Ja, kurzzeitig. Und dann bin ich aber wieder raus nach ein paar Monaten, weil ich habe mich ja immer mehr damit beschäftigt. Haben die versucht, mit dir Gehirnwäsche zu machen? Haben die versucht, mit dir so Gehirnwäsche zu praktizieren? Ja, die versuchen das ja immer so als wunderschön dastehen zu lassen, aber selbst haben die meist keine Ahnung. Und die Ahnung haben, die leugnen, ich sag mal, die leugnen die Wahrheit. Okay. Ja, das ist heftig, als ich damals, wie ich gesagt habe, in dieser Zeit so mitbekommen habe, wo die da diesen Deutschen versucht haben, da voll die Gehirnwäsche mit ihm zu praktizieren, dass er so auswandert und sich eventuell einer Gruppe anschließt. Na, so sind die. Sobald die sehen, ah, da ist ein Konvertit, den kann man dann schön Gehirnwäsche mit ihm praktizieren. Ne? Was mir auch zum Vergleich aufgefallen ist, bei dem Islam ist vieles eigentlich nur Bestrafung. Man tut viele Dinge eher daraus vor Angst vor der Strafe. Und im Christentum ist es, da dient man ja wirklich, dort macht man es ja wirklich auch von sich aus. Und aus nicht Liebe, nur, genau. Weil, eine Entscheidung. Die meisten haben Angst vor dieser Bestrafung. So, ne? Und sie wollen halt nicht bestraft werden, deswegen praktizieren das. Ne? Aber da sagt der Herr, ihr müsst das aus Liebe tun. Ne? Was nützt das, wenn die Leute so die ganze Zeit unter Angst ständig irgendwas machen müssen und die ganze Zeit ja nie zur Ruhe kommen sozusagen, ne? Dass sie freiwillig Gott sozusagen dienen wollen und lieben wollen. Ja, es ist auch, denke ich, bei vielen Muslimen so, und ich möchte das jetzt wirklich nicht über alle sagen, aber ich denke, viele haben auch wirklich gar keine Verbindung zu ihrem Gott. Mehr oder weniger haben die das eher so als Image, und die meisten sind ja nun mal Teilzeit-Shisha-Moslems. Ja, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank beschäftigen sie sich auch nicht so intensiv mit dem Islam, mit dem Koran. Weil es kann ja sein, dass sie auf einmal total in Bann gezogen werden und anfangen, so die ganzen Tafsire durchzugehen, um herauszufinden, was Allah da von ihnen eigentlich verlangt. Gott sei Dank, da können wir von Glück ausgehen, sonst hätten wir ja morgen ja eine Revolution. Das ist heftig. Ja. Aber in der Bibel steht auch dazu, dass im 1. Timotheus 4, dass all das passieren muss halt. Dass halt nun mal falsche Propheten kommen in der Endzeit, die falsche Lehren verbreiten und Speisegebote wieder quasi aufrichten. Ja, das steht in zwei Bibelstellen. Eine davon ist 1. Timotheus 4, aber ich kann die auch nicht eins zu eins wiedergeben. Nee, ist ja schlimm. Hast du eine Bibel, da kannst du ja vorlesen, oder Internet? Ich habe meine Bibel gar nicht jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo ich die hingetan habe, wegen, wir hatten so einen Abschlussgottesdienst und danach, ich habe die irgendwo hingelegt. Ich weiß nicht mehr, wo. Ja, musst du mal dir Gedanken machen, dass du die so viele... Das war ein Zeichen für dich. Ja. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Hallo. Jetzt höre ich dich wieder. Perfekt. Ja. Ja, das ist wirklich... Also, im Islam... Ja, aber Hauptsache, du hast herausgefunden, wer der Herr Jesus Christus... Was sagst du? Im Islam ist es ja auch so, wirklich, ich habe, wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, ich würde sagen, mehr Christen haben Ahnung von dem Islam als Muslime überhaupt selbst jetzt. In Deutschland jetzt natürlich nur. In Afghanistan sieht das natürlich ganz anders aus, wo die das wirklich ausleben. Ja. Ja, in Saudi-Arabien, Afghanistan, Sudan, Pakistan,
und Iran, ne? Ja, siehst du mal, was abgeht, unter der Scharia zu leben, ne? Ja. Glaube ich. Ich verstehe, eigentlich ist es ja bei den Muslimen auch eine Sünde, wenn die ja die ganze Zeit ihren. Ich höre dich nicht. Könnt ihr mich hören? Ja. Ahmad, Hallo. warum hast du letztes Mal meine Familie beleidigt, Ahmad? Warum ich deine Familie beleidigt habe? Ich habe deine Familie nicht beleidigt. Du hast deine Familie Doch, selber ja. beleidigt. Doch, du hast sehr, sehr schlimme Dinge gesagt. Nein, du hast deine Familie selber beleidigt. Nein, wir haben das alles Eine aufgenommen. Frage. Hast du über Muslime Wir haben dein geredet? Hast du Account zum über Link auch gespeichert. Muslime geredet? Nein, Sind du deine hast hier Eltern schön beleidigt, Muslime? meine Familie beleidigt. Sind Du deine kommst Eltern aus Muslime oder Hannover. nicht? Sind deine Du kommst Eltern. aus Warte. Hannover. Du kommst aus Hannover, richtig? Richtig? Schreib mir privat und ich schicke dir meine Handynummer sogar. Ja, und dann? Dann kannst du mich gerne anrufen, dann können wir uns treffen. Nein, es geht hier nicht um Treffen, aber warum hast du meine Familie beleidigt? Hast du Ist das Muslime normal bei beleidigt? euch Muslime da oder was? Du hast deine Familie selber beleidigt. Nein, sag dann dem Doch, Abend, doch, du hast wo du auf deine. einmal ganz normal geredet hast und dann mit Doch, deinen doch. Kollegen da so am Lachen warst. Du Dein hast deine Vater hat deine Familie Mutter selbst. bepunktet und so, Ja, ne? ist doch so. Ist doch so. Ja, dein ganzer Dreck ist im Internet gelandet. Aus, ne? Das kriegt der Islam auch ab. Boah, ich Da hast du sogar noch gelogen, dass du kein Muslim bist. klick's auf deinen Nacken. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Klick's auf deinen Was? Nacken, klick's auf deinen Nacken. Klickst auf meinen Nacken. Ja, das ist egal. Hauptsache, du hast den Islam damit ruiniert. Und keiner, wenn jemand dich sieht, du Du da anfängst, ruinierst deine rumzubeleidigen Eltern und sagst durch auch noch, damit. dass du Deine Moslem Eltern sind wärst. doch. Ja, das ist das. Ja. Ja, das war dieser eine Typ, der dann so am Abend meine Eltern da beleidigt hat und mich dann Bung-Bung-Sohn genannt hat und alles Mögliche. Ne? Ganz, ganz schlimm. So richtig dämonisch besessen. Richtig teuflisch und sein Kollege da im Hintergrund so am Lachen. Hey. Das war der. Ja, und diese Aktion ist ja auch dann hier in irgendeinem TikTok-Video da gelandet. Ne? Ja, das kriegt ja alles der Islam ab. Ne? Das kriegt alles der Islam ab und die Leute kriegen dann eine Hardcore-Abneigung gegen den Islam. Ne? Wenn die Anhänger des Islams sich so verhalten, ne? In Sachen Beleidigung sind sie ja die Nummer eins. Ne? Klar kann man hier und da etwas kritisieren, das ist gar kein Thema. Jeder kritisiert irgendetwas in seinem Leben. Aber anzufangen, auf Familie zu gehen, Mütter zu beleidigen und die gesamte Familie so runterzumachen, ist natürlich die eine Sache, die andere Sache. Servus. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ich habe mal eine Frage an dich. Weißt du, Du musst mal lauter sprechen, bitte. ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Weißt du, du bist immer meistens so in meiner For You.
Und dann habe ich so ein paar Fragen. So. Was heißt ein paar Fragen? Also die erste Frage ist, okay, du hast dich umkonventiert zu Christ, alles schön und gut. Ich respektiere alle Religionen, aber Alhamdulillah, ich bin Muslim. Aber warum nennst du dich Ex-Muslim? Das ist schon ein bisschen zu provokant. Warum ist das denn provokant? Was provoziert dich denn dann? Was? Was provoziert dich denn an diesem Namen? Also, du ziehst die Leute an dich, hast du das gemacht wegen Fame oder wegen was hast du das gemacht? Was hat das denn mit Fame zu tun? Was ist das mit Fame? Du ziehst doch die Leute an dich so ran, so, nur damit die dich halt fragen, ey, warum Ex-Muslim? Nur damit du den Islam irgendwie so im Dreck ziehst, habe ich das Gefühl. Warum du den Dreck ziehst? Du siehst doch, dass ich da zitiere. Also heißt das, dass der Islam in Wahrheit nichts Gutes ist? Aber guck mal, was ist Islam nichts Gutes? Ja, du sagst ja, dass du den Islam in den Dreck ziehst sozusagen. Da sage ich so, warte mal. Wenn du sagst, dass ich so die Gelehrten zitiere, den Koran und so, dann ist das eigentlich was ganz, ganz Schlimmes, was die da von sich geben. Guck mal, du hast anscheinend den Koran und den Islam, du hast es einfach nicht gelernt. Oder du wolltest es einfach nicht lernen. Verstehst du, meine? Also du siehst, dass ich zum Beispiel die Gelehrten zitiere und dann sagst du, dass ich das falsch verstanden habe oder nicht gelernt habe, richtig? Ja, genau, du hast es falsch verstanden. Du hast den Ja, aber du siehst doch, dass ich deine Gelehrten zitiere, also haben die das falsch verstanden? Du hast das falsch verstanden. Aber ich zitiere das doch nur, haben die das falsch verstanden? Was? Nochmal. Ich zitiere doch deine Gelehrten, also haben die es falsch verstanden? Also wenn ich in der Schule bin, ja, Beispiel, und die Lehrerin oder der Lehrer gibt mir eine Aufgabe, ja, und ich verstehe das aber falsch, dann kann ich doch was dafür, warum, weil ich es halt nicht gelernt habe, oder? Ja, aber wenn deine Lehrerin zu dir gesagt hat, wenn deine Lehrerin zum Beispiel zu dir gesagt hat, du, 2 plus 2 ist 4, und du dann deine Lehrerin zitierst, ja, meine Lehrerin hat gesagt, 2 plus 2 ist 4, wer ist denn deine Schuld? Meine Lehrer hat mich schon gefragt, so, Medien, wie viel sind das? Wie viel macht es denn 2 plus 2? Aber ich habe es ja nicht gelernt. Ich habe weder zu Hause gelernt. Ja, aber deine Lehrerin hat es dir gesagt und du sagst dann zu den anderen, meine Lehrerin hat mir das so beigebracht, richtig? Also, nein. Ich habe gesagt, meine Lehrerin oder Lehrer, okay, hat mir vielleicht eine Aufgabe gegeben. Ich soll das lernen. Und ich habe es nicht gelernt. Ich hab einfach nur mal drauf geguckt und es hat mich aber eigentlich nicht interessiert, okay? Weil ich denke mal, dass du von den Medien, die den Islam so richtig in den Dreck gezogen haben, von denen hast du dich halt führen lassen. Die Medien, also ich zitiere die ganze Koran, Tafsire und die Sunna von Mohammed und dann sagt er auf einmal Medien. Dann habe ich noch so ein Video gesehen von dir und den einen Rapper da, wie heißt der nochmal? Abdel Elgier? Ja, genau. Ja. Genau. Und da konntest du auch nicht so 4 oder 5 Fragen nicht beantworten von ihm. Welche 4 oder 5 Fragen denn? Der hat sich übelst da blamiert, ey. Das ganze Interview ist ins Internet gelandet und der wollte das raus, aber leider geht das nicht. Der hat sich blamiert. Ja, natürlich, der hat gesagt, ja, wenn der Vater das Kind versprochen, wir haben ja über Kinderehe gesprochen. Und dann sagte der, ein 6-jähriges Kind kann ein 5-Sterne-Menü hinzaubern. Und dann meine ich so, ja gut, sie kann ein 5-Sterne-Menü hinzaubern, aber muss der Muslim, der sie als Frau jetzt genommen hat, oder beziehungsweise damit ihr zusammen ist, muss er sie dann auch sexuell penetrieren? Da sagt er, ja, wenn der Vater sie versprochen hat. Also der legitimiert ganz normale Kinderehe und das ist für ihn ganz normal, ein 6- bis 9-jähriges Kind zu heiraten und sie dann auch dementsprechend auseinanderzunehmen. So heftig. Aber hast du den Koran auf Arabisch gelesen? Oder hast du hast den Koran auf Arabisch gelesen. Koran kann man nicht übersetzen, ne? Hä? Koran kann man nicht übersetzen, das ist der Koran, normal, der Koran, ne? Der Koran, der albanische Koran oder der bosnische oder das ist oder Koran, wo auf Deutsch übersetzt wurde, das ist, oder steht es auch ganz groß, das ist die ungefähre Übersetzung, oder? Ja, die ungefähre Übersetzung.
Also hat Allah also eine Religion ausgewählt, in der wir überhaupt gar nicht verstehen können und alle sind gefahren, richtig? Das willst du uns damit sagen. Ich kann doch auch nicht die Schulaufgaben auf Albanisch übersetzen lassen, oder? Oh mein Gott, ist das, ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Wo ist euer Gehirn denn? Nein, wo ist dein Gehirn? Aber drin, ja. Guck mal, meine Frage war, warum nennst du dich überhaupt? Nein, das kann nicht wahr sein. Also meine Frage an dich war, eigentlich, warum nennst du dich Ex-Muslim? Das ist sehr provokant. Aber ich betreibe schon seit 5 Jahren einen YouTube-Account. Mhm. Und da nenne ich mich Ex-Muslim mit klären Auftritt. Und die Leute kennen mich unter dem Namen Ex-Muslim. Aber ich kenne dich nicht, weil ich mir sowas nicht angucke. Ja, jetzt also, kennst du mich. Siehst du, ja. Ich mache die ganze Zeit Werbung für meinen Kanal. Auf YouTube. Aber warum Ex-Muslim? Das hast du mir immer noch nicht beantwortet. Warum Ex-Muslim? Ja, weil ich den Buddhismus verlassen habe. Deswegen Ex-Muslim. Was für Buddhismus, Alter? Ja. Warum nennt man sich denn Ex-Muslim? Was hat man denn dann verlassen? Ja, du hast den Islam verlassen. Aha, sehr gut, sehr gut. Ich dachte, du bist vollkommen, fix und fertig, aber du bist ja noch dabei. Du bist so ein Vogel, weißt du das? Bitte was? Du bist so ein Vogel, weißt du das? Gott segne dich, mein Lieber. Ja, Allah segne mich. Und möge Allah dich Allah ist ja nicht Gott. Möge Allah dich recht leiten. Allah kann niemand recht leiten. Er hat auch nicht dafür gesorgt, dass der Prophet irgendwie von einer Jüdin, der wurde ja von einer Jüdin vergiftet. Da hat er auch auf seinen Prophet nicht geachtet. Ich kann nur sagen, möge Allah dich recht leiten, die deine Sünden vergeben. Allah ist nicht Gott. Allah ist kein Allah Gott, der irgendwie Frauen mit schwellenden Busen und seinen Verstrichen hinstellt. Dann hast du, also, und aufwachen, also, mein Lieber. Dann machen ja deine Eltern. Muss aufwachen, der wahrhaftige Gott ist der Herr Jesus Christus. Und er wird Allah und Mohammed zur Rechenschaft ziehen. Dann machen ja deine Eltern ja auch was Falsches, oder? Warum? Die haben alles richtig gemacht. Was haben die denn alles richtig gemacht? Die haben mich auf die Welt gebracht, damit ich sehr, sehr viele Muslime vom Herrn Jesus Christus überzeuge. Die haben dich aber auf die Welt gebracht, um dich hier Ex-Muslim zu nennen. Deine Eltern sind doch Muslime, Alhamdulillah, oder? Ja, genau. Ja, also da machen die auch was Falsches, oder? Dann machen die auch was Falsches. Was machen die denn falsch? Ja, dann sind die auch Muslimen, oder? Dann machen die ja auch genau so was Falsches. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, wenn sie den Herrn Jesus Christus nicht annehmen als den Herrn und Heiland, dann geht sie auch für alle Zeit verloren. Aber sie haben eine gute Sache gemacht, dass sie mich hier zur Welt gebracht haben, damit ich allen Menschen das Evangelium verkünden kann und Allahs Religion sozusagen aufdecken kann. Ist das nicht Hammer? Wie gut meine Eltern da mich auf die Welt gebracht haben, damit ich das Ganze mache? Deine Eltern haben dich nicht auf dieser Welt gebracht, um deren ihr Glauben, keine Ahnung, in den Dreck zu ziehen oder Scheiße dahinzustellen. Ja, du sagst schon wieder in den Dreck ziehen. Wir müssen doch über einige Bestandteile aus dem Islam sprechen, oder nicht? Oder kannst du einfach sagen, oder würdest du einfach sagen, wenn ich dir sage, das ist die Wahrheit? Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, dieses Heft ist die Wahrheit, und dann hältst du dieses Heft aber nur neben dir und fängst nicht an, das Heft zu lesen, um herauszufinden, ob es die Wahrheit ist. Ja, ist dann wessen Schuld ist es denn dann? Ja. Aber komischerweise jeden Tag. Du bist so ein Mensch, weißt du, was du für ein Mensch bist? Du sagst einfach Alhamdulillah Muslim und hast noch niemals ein Koranvers gelesen. Stimmt's? Ja, du hast recht, okay. Aber guck mal. Wenigstens bist du ehrlich. Guck mal. Ja, weil man hört das heraus. Du bist ehrlich. Du sagst, Alhamdulillah Muslim, aber du hast noch niemals ein Vers aus dem Koran gelesen. Und dann bist du natürlich verwundert. Und dann bist du natürlich verwundert. Dann bist du natürlich verwundert, wenn auf einmal hier ein Ex-Muslim steht, der auf einmal die ganzen Koranverse, die an den Kopf brettert, die ganzen Tafsire aufschlägt. Und natürlich bist du dann verwundert. Du denkst, was ist das denn bitte? Ja. Guck mal, ich kann nicht mit dir so diskutieren, weil wenn ich auch recht habe, sagst du, nein, du hast nicht recht. Das ist ja ganz normal, oder?
Ja, okay, du glaubst doch, du hast doch noch niemals den Koran gelesen. Wie kannst du dich denn dann Muslim nennen? Ich habe den Koran gelesen, Alhamdulillah. Ich Nein, du lügst mich gerade an. Schwör auf Allah, dass du den Koran gelesen hast. Ich habe den Koran gelesen. Ich habe den Koran und ich habe den auch sogar auf. Nein, das stimmt nicht, weil du hast nicht den arabischen Koran gelesen. Ich habe den aber Du hast nicht den arabischen Koran. Du hast den arabischen Koran nicht gelesen. Nein, das nicht, weil ich auch kein Araber bin. Aha, also du musst erstmal Arabisch lernen, laut deiner Logik, und dann kannst du den Islam und den Koran verstehen, richtig? Guck mal, ich musste mich ja auch hier in Deutschland integrieren, damit ich auch die deutsche Sprache auch verstehe, oder? Ja, warum lernst du dann nicht deine Religionssprache, von deiner Religion die Sprache Arabisch? Warum hast du das nicht gelernt? Ich bin dabei, das geht ganz langsam. Warum lügst du gerade so? Hä? Warum lügst du gerade so? Nein, warum soll ich lügen? Doch. Guck mal, ich muss hier eigentlich gar nichts beweisen. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber du kannst doch nicht einfach Sachen behaupten, die nicht stimmen. Du bist echt. Siehst du, wie ich dich die ganze Zeit entlarve? Du bist echt lustig, Alter. Weißt du? Ja, ich entlarve dich die ganze Zeit als der, der du bist. Du lügst uns an die ganze Zeit. Ja, ich lüge euch an, ganz genau. Genau. Ja, ist so. Du hast wieder ein Vers aus dem Koran gelesen. Ja, genau. Du hast dich mit dem Islam auseinandergesetzt. Ja, genau. Du lebst einfach dein Leben, betest nicht fünfmal am Tag, hast nichts mit dem Islam zu tun und dann sagst du auf einmal Alhamdulillah Muslim. Weißt du, du kennst weder den Islam und diese. Und ich garantiere dir, wenn ich dich jetzt frage, ob du Juden, hast du Christen zu Freunden, sagst du ja, natürlich habe ich Christen zu Freunde. Du kennst weder den Islam, du kennst weder den Christentum. Du laberst irgend so. Hast du christliche Freunde? Ja, hab ich. Ja, du siehst du? Sura 5, Vers 51. Oh, ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunde, denn sie sind untereinander Freunde. Und wer sie sich zu Freunden nimmt, der ist einer von ihnen. Du bist schon längst raus aus dem Islam. Das stimmt gar nicht. Das siehst du? Das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Was laberst du da? Okay, dann schlag mal deinen Koran auf. Was hast du da gelesen? Schlag mal deinen Koran auf. Hast du nicht in der Schule aufgepasst oder was? Ey, Alter, bist du ein bisschen. Du bist ja komplett neben der Spur, Alter. Du hast doch den Koran zu Hause. Schlag mal deinen Koran auf. Oder bist du auch ein Muslim, der den Koran nicht zu Hause hat? Neben der Spur, Alter. Was? Du bist ja richtig neben der Spur. Komplett, Alter. Ich weiß nicht, ja, wer ist denn jetzt neben der Spur? Ich, der dir sagt, dass es da und da verzeichnet ist? Oder du, der du sagst, dass du Muslim bist und christliche Freunde hast? Wer ist denn wirklich neben der Spur? Ich hab christliche Freunde. Ja, also du bist raus aus dem Islam. Ja, nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ich weiß nicht, was du da verstehst. Das stimmt doch gar nicht. Das alles nicht. Suche 5, Vers 51, das steht da nicht. Soll das heißen, dass ich jetzt so christliche Freunde habe, ich bin kein Muslim mehr oder was? Also, sind das dann du keine bist, Menschen? Du bist raus aus dem Islam. Sind das Allah sagt, Menschen, Allah sagt im Koran, wer die auch steht. Doch gar nicht. Mein Lieber, hallo. Hallo. Das stimmt Hallo. Doch gar nicht. Allah sagt im Koran, nichts Allah sagt im Koran, Allah, Allah. Dass du. Und wenn du Allah allerdings ausspielst, dann spielst du Allah aus, weil du das kannst. Mein Lieber, ich sag Allah, Allah. Digga, du Und bist jetzt? Besessen. Digga, du bist besessen. Du bist besessen, ehrlich. Du bist ehrlich besessen, Alter. Möge Allah dich schützen. Warum nimmst du dir die Christen zu Freunde? Warum machst du das? Allah sagt, du solltest die Christen nicht zu Freunde nehmen. Weil Allah diese Menschen auch erschaffen hat. Vielleicht werden die auch mal, vielleicht kommen die ja auf die Gedanken und lesen sich den Koran und dann konvertieren die zum Islam. Das ist halt nur Willenssache, ne? Willenssache ist das. Also du nutzt das Ganze als Sprungbrett aus, damit du die eventuell in den Islam reinholen kannst. Deswegen bist du mit dem tagtäglich befreundet. Kommentieren Christen zum Islam. Und das weißt du auch selber. Ja, beantworte mir meine Frage. Bist du mit denen befreundet, weil du sie in den Islam reinholen willst? Oder bist du mit ihnen befreundet, weil sie gute Menschen sind? Ich beantworte dir auch für Scheiße, weil du mir auch meine Frage auch nicht beantworten tust. Aber ich kann nur sagen, möge Allah dich recht leiten. Ja, ich antworte dir doch die ganze Zeit auf deine Fragen. Und dann frage ich dich, dass du auf einmal sagst, du, ja, ich habe christliche Freunde. Dann sage ich, ja, das kann ich doch gar nicht klar mit dem Koran zu Ich habe sehr viele christliche Freunde. Und ich komme gut klar mit denen. Und die kritisieren auch nicht den Islam. Und ich kritisiere auch nicht diesen Christentum. Ja, ich habe sehr viele Christen.
Dann bist du raus aus dem Islam. Weißt du, du machst. Ja, das sind diese Hamdullah-Hamdullah-Muslime. Ich hab christliche Freunde. Hört man mich? Nee, ich werde doch den Koran gelesen. Hi, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Ja, ganz normale Frage. Ich befolge das nicht. Also, ich bin gerade reingekommen. Ich habe ein bisschen mitgehört. Eine Frage an dich, Bruder. Beantworte sie mir ehrlich, okay? Hast du was gegen einen Glauben, Bruder? Ganz normale Frage. Was? Hast du was gegen den Glauben Islam? Ich habe gegen den Islam etwas, ja. Okay. Was ist dein Grund, Bruder, wenn ich fragen darf? Ja, also ich habe etwas dagegen, dass man von Juden und Christen Schutzgeld erpressen sollte und sie aufgrund ihres Glaubens angreifen sollte. Mhm. Hast du okay, auch mit mir ein Problem damit? Ja. Okay, oder findest du das gut? Nein, wir kommen gleich zu deiner Frage. Ich habe noch eine letzte Frage. Glaubst du, dass dein Ding, was du gerade im Internet machst, dir etwas bringt? Was ist dein Ziel, Bruder? Ich habe eine normale Frage. Keine Diskussion, normale Fragen. Wie Männer reden wir? Ja, wir reden ja über einige Bestandteile, über den Islam, über das Christentum. Und dann sehen wir auf einmal, dass Mohammed die Juden und Christen aus der arabischen Halbinsel vertrieben hat. Und es dort heute auch keine Juden und Christen gibt. Also Mohammed hat hardcore gegen die Juden und Christen ist hervorgegangen. Und er hat auch befohlen, dass man sie unterdrücken sollte und von ihnen Jizya nehmen sollte. Okay. Egal, was du sagen willst, Bruder, ich bin ein Mensch, ich akzeptiere jede Meinung von einem Menschen. Bis zu einem Punkt, wenn man eine Religion in die Lächerlich zieht. Das macht man nicht, aus Respekt. Auch wenn man nichts von dieser Religion haltet, man sollte nicht eine Religion ins Lächerliche ziehen. Oder einen, der in dieser Religion ist, ein bisschen verurteilt. Oder ist so? So. Soweit sind wir ja, doch nicht. Wenn diese Religion sagt, dass ihr Frau mit schwellenden Busen im Himmelreich geschenkt bekommt, Bruder, dann ist das für mich sehr, sehr lustig und für die Leute genauso. Ja, Bruder, aber wie lange gibt es den Islam schon? Seit gestern. So, nee, jetzt anständig reden, Bruder. Wir sind Männer, komm. Was? Wir sind Männer, wir reden anständig. Sag doch mal, wie lange gibt es den Islam? Seit 1400 Jahren. Bruder. Und in diesen 1400 Jahren, Bruder, gibt es keine Leute wie dich, die ins Internet gehen und über das schlecht reden. Also du zählst einer zu den Einzigen dabei, oder? Nein. Es gab immer schon Islamkritik. Du musst mal schauen, wie der Mohammed mit Kritikern umgegangen ist. Sollte man Menschen ermorden aufgrund von Kritik? Das ist wieder eine Ansichtssache. Ja, sag uns deine Meinung dazu. Meiner Meinung nach, Bruder, ich lebe nach dem Glauben Gottes, Bruder. Ich gehe einen geraden Weg. Ich unterstütze keine Menschen, die etwas schlecht reden. Deshalb wollen wir hier ganz normale Fragerunde machen zwischen uns. Wir tauschen uns ein bisschen. Würdest du denn das gutheißen, dass man Menschen ermordet, wenn sie zum Beispiel so ein bisschen Kritik an deinem Glauben ausüben? Das zwar nicht, Bruder. Das ist doch in unserem Lebensstil, wo wir gerade leben, auch nicht geduldet. Weil du kommst doch auch ins Gefängnis. Das sind alte Sachen, Bruder. Ja, aber stell dir mal vor, es würde kein Gefängnis geben für die Strafe, also wenn du jemanden ermordest. Da gibt es keine Bruder, Strafe dafür, wenn jemand Kritik an deinem. Dann würdest du das machen. Du bist ein schlauer Mensch. Du weißt, wie du Menschen zum Ja sagen bringst. Ich sag dir das ehrlich. Weil diese Frage, die du mir gerade stellst, ich kann nur mit Ja beantworten, obwohl ich nicht will. Ja, das Problem ist, du willst ja deinen eigenen Propheten nicht so verunglimpfen, weil er selber die ganzen Kritiker umgebracht hat. Bruder, ich bin ein bisschen anders aufgewachsen. Ich wurde so aufgewachsen, man muss jedem Menschen das glauben lassen, was er will. Und wenn er das glaubt, gegen deinen Propheten. Dann bist du also gegen deinen Propheten und dagegen deinen Gott. Das ist auch nicht so richtig, Bruder. Ja doch, die sind also gegen alle Kritik. Also man darf den Islam, Mohammed und Allah nicht kritisieren. Das stimmt, das hast du aber auch getan. Ja, also was steht denn da drauf? Welche Strafe dann? Ja, Bruder, du weißt ganz genau, dass du dafür eigentlich ums Leben kommen könntest. Nicht kommen könnte, sondern man müsste mich dann hinrichten, deswegen. Aber ich lüge nicht, Bruder, ich bin ehrlich, du siehst. Ja, warum versuchst du das dann so zu verschönern? Sei doch ehrlich. Guck mal, mein Ding ist, ich bin hier gerade auf TikTok live gekommen, ich habe dir ein bisschen zugehört, ich kenne dich nicht. Ich habe dich ein paar Mal gesehen, fertig. Aber Bruder, einen Menschen die Religion schlecht zu reden und etwas ins Lächerliche ziehen, ist nicht respektvoll. Weil ich würde nie in meinem Leben über deine Religion schlecht reden. Aus Respekt. Aus Angst zu Gott erstens und aus Respekt würde ich niemals. Auch wenn in deiner Bibel Sachen stehen, die widersprüchlich sind, ich mache sowas nicht. Das ist nicht mein Charakter. Wenn du damit ein Ziel hast, Bruder, und du denkst, dass deine Rederei ein Wunder in diese Welt bringt, mal sehen, Bruder, weil ich sehe in den Kommentaren nur Hate.
Vielleicht bist du ein bisschen ja, ich, das geht reingekommen, jeder. Oder? Du siehst doch auch manchmal, wie die Muslime da als schreiben. Ne? Du siehst ja, wie die beleidigen und alles Mögliche. Aber sowas machen ja die Christen nicht. Das stimmt. Aber Bruder, ja, warum machen wir das? Ich bin doch da, ehrlich. Weil niemand redet über den Islam schlecht. Also so wie du gerade. Also nicht falsch verstehen, ich rede mit dir in respektvollen Ton. Nee, das hat ja nichts mit Schlechtreden zu tun. Du siehst ja, dass ich zum Beispiel einen Koranvers zitiere und dann auf einmal ein Tafsir zur Hand nehme und dann dazu ein bisschen meine Meinung gebe. Und das passt den Muslimen halt nicht. Ne? Aber Bruder, es war gerade vorhin einer bei dir, der den Islam dient, Bruder, der den Gottesglauben hat. Und du sagst zu ihm, so und so. Er sagt, bitte sprich das nicht so aus, weil es Eib ist. Du sprichst es trotzdem so aus, mit Absicht. Das ist meiner Meinung nach eine klare Provokation. Allah? Meinst du den Namen Allah? Ja, so sollte man ihn aussprechen. Ja, aber was machst du denn, wenn zum Beispiel die Leute das nicht richtig aussprechen können? Willst du jetzt dafür verurteilen oder was? Falsch, Bruder. Es kommt darauf an, ob man das mit Absicht so macht. Ja, aber stell dir mal vor, die Leute machen es nicht mit Absicht, aber die Muslime regen sich darüber auf. Komm mal, Bruder, das ist ein anderes Thema, aber er hat dich doch darauf hingewandt, dass du es extra anders sagen sollst, du hast absichtlich so es gesagt. Dein Name ist doch Allah. Allah, Geht Allah. Du? Ja, Bruder, guck du mal, ich weiß. Doch, was ich dann meine. Ich meine das doch gar nicht so schlimm, wenn ich sage Allah. Ist doch das Gleiche, ja. Allah, Allah. Nur weil ich es jetzt nicht richtig betone, heißt es doch nicht, dass ich jetzt anfangen würde, das ins Lächerliche zu ziehen. Ist doch eine Frage an dich. Was ist dein Ziel, Bruder, wenn ich fragen darf? So generell. Mein Ziel ist es, die Finsternis des Islam aufzudecken und die Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Okay, damit die Botschaft wiederhergestellt wird, die der Islam korrumpiert hat. Weil der Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein, aber das stimmt nicht. Sobald man die Bibel aufschlägt, merkt man, dass dieser Gott der Bibel ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und dass ein Teil dieses Gottes, der Sohn, Mensch wurde, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Und der Koran leugnet die Sohnschaft, Gottheit, Dreieinigkeit, Kreuzigung, Auferstehung, gesamte Bibel wird geleugnet. Okay, und dann Bruder, sollen die Christen ihren Mund halten, oder was? Nein, Bruder, das auf keinen Fall. Aber ich finde, du siehst also, dass der Koran ein riesen Angriff auf die Bibel, auf die Juden, auf die Christen ist. Und die Christen und Juden machen ihren Mund auf und sagen, so, hör mal zu, mein lieber Muslim, dein Buch ist am Lügen über die Bibel, über meinen Gott, über meinen Herrn. Und der Herr Jesus Christus sagt selber, er ist der Sohn Gottes, er ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für meine Schuld zu bezahlen. Warum behauptet dein Buch, das 600 Jahre später gekommen ist, dass Jesus Christus nicht der Sohn ist, dass er weder... dass weder die Dreieinigkeit existiert, Bruder, das dass er wieder gekreuzigt worden ist und dass dein Gott wie so ein Betrüger ist, der jemand Ähnliches ans Kreuz Bruder, geschlagen hat. Darf ich dir mal was sagen? Soll das ist Glaubenssache. Der eine sagt, wir kommen von Affen, der eine sagt, wir sind vom Leben. Das ist Glaubenssache. Nein. Einen Moment, Bruder. Guck mal, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber du musst auch mal anderen Menschen zuhören, damit du verstehst, was ich dir sagen will. Ich weiß, was du sagst. Hast du jetzt verstanden, was ich dir gesagt habe? Dass der Koran ein Angriff auf die Bibel ist? Aber Bruder, deine Aussage ist sehr, sehr, sehr angriffend auf den Islamtum, weißt du? Wir können uns normal unterhalten. Der Allah behauptet doch, der Gott der Bibel zu sein. So, da müssen wir prüfen, ob das wirklich der Gott der Bibel ist. Und dann findet heraus, dass das eigentlich der Teufel ist. Aber wieso bist du der Einzige, der da sowas macht? Oder ein Gelernter, Bruder? Warum lade ich dich mal ein Gelernter? Es gibt sich von Leuten, die meisten trauen sich nicht, über den Islam so öffentlich mit Gesicht zu berichten. Weil die Angst um ihr Leben haben. Aber ich habe keine Angst um mein Leben. Du brauchst auch keine Angst um Leben haben, Bruder. Du sollst nur Angst vor Gott haben. Ich weiß, dass mein Herr bei mir ist. So, Bruder, ist deine Glaubenssache ist, du glaubst an den Jesus. Du siehst doch, wie brutal die Muslime sind. Dass die Leute aufgrund so physisch so angehen, wenn sie über den Islam reden. Und die meisten haben Angst vor den Muslimen und dem Islam. Weil die Muslime ja sehr gewaltbereit sind. Aber ich habe keine Angst vor keinem Muslim. Hast du Freunde, die den Islam haben? Ja, Freunde, die im Islam sind oder nicht? Was sagst du? Hast du auch private Freunde, die den Islam dienen? Ob meine Freunde den Islam dienen? Ob du Freunde privaten Leben hast, die auch Islam sind, also in dem Religion Islam. Du meinst Muslime, ja, natürlich, das sind alles so Passmuslime, ja. So, einfach du hast so also Freunde, die sind Muslime. Ja, aber mit dem Islam haben die auch gar nicht so richtig was zu tun. Leben ihr Leben und sagen einfach, Handel, ich bin Moslem. Kennst du so? Ein Moment. Nein, das sind Hobby-Moslems, was du sagst. Das sind Leute, die beim Ramadan beten und den Rest dann nicht mehr. Das ist ja was anderes. Ein Mensch, oder Freunde. Genau, sehr gut gesagt. Sicher Hobby-Muslime. Bruder, ich bin ein ehrlicher Mensch, Jan. Ich bin keiner, der lügt. Verstehst du? Ich muss ehrlich sein. Deshalb, ja, ich sag, deiner Religion darfst du sogar lügen. Bruder, Religion hin und her, wir sind hier menschlich, wir probieren hier menschlich etwas zu reden, ne? Ich frage dich noch eine letzte Sache. Glaubst du, Bruder, dass dein Ding, was du hier machst, etwas in die Welt bringt?
Ja, natürlich, klar. Du siehst ja, dass ich zigtausende von Menschen schon aufgeweckt habe und wachgerüttelt habe. Viele haben den Islam verlassen, sehr viele sind zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Und ja, das ist eine wundervolle Sache, Okay, die auch Beispiel bei weitergeführt dir. werden sollte. Würdest du mich jetzt als Mensch hassen, wenn ich den Islam diene? Weil du warst ja Natürlich, was ich dagegen. liebe dich. Aber Bruder, du probierst doch mich auf gut Deutsch von meinem Glauben wegzubringen, auf gut Deutsch. Ja, ich versuche dir zu sagen, dass der Allah dir Sachen behauptet, die in Wahrheit gar nicht stimmen. Du musst dir mal vorstellen, dieser Gott behauptet, dass die Frauen Spermien haben, das aus den Rippen rauskommt. Ist das richtig? Ja, hast du recht. Aber Bruder, Ah, ich bin der, danke. guck mal. Guck mal, na, du hast recht, Bruder, auf dieser Hinsicht. Ich sag nicht nein. Du siehst Aber. also, dass dieser Gott Lügen verbreitet Nein, und dann Bruder, siehst lass du, mich eins sowas dass man sagen. in Auch die Hölle du, fahren, ne? schau, Bruder, in deinen Augen ist es eine Lüge, tamam, dann sage ich es in deinen Augen, aber nicht Also haben sagen. Frauen Rippen, also haben Frauen Spermien in ihren Rippen? Das weiß ich nicht, Bruder. Bitte hör auf damit, warte, ich komme gleich wieder, das kann doch nicht wahr sein. Das weiß er nicht, dass Frauen Spermien in ihren Rippen haben. Das ist so traurig, ne? Wahnsinn.